Wenn wenig zu wenig bleibt, wenn Zeit die Lücke zeigt, das, was fehlt, uns auseinandertreibt, dann wird es Zeit. Hör mir bitte einfach nur zu, was ich dir jetzt zu sagen habe. Es fällt mir schon schwer genug, dieses Gespräch überhaupt mit dir zu führen. Aber es muss sein. Dabei hat alles so gut angefangen. Weißt du noch, wir beide in Holland, nur du und ich. Das war die Zeit unseres Lebens. Du warst glücklich. Ich war glücklich. Wir waren füreinander bestimmt. Wir hätten gemeinsam die Welt erobern können. Wir waren dafür geschaffen, ein ganz neues Universum zu erklimmen. Du und ich, das hätte ein ganz großes Ding werden können. Aber dann kam die Leere des Alltags. Ich weiß nicht, wie ich es in Worte packen soll. Ich habe Stunden, Tage, Wochen, Monate damit verbracht. Was kann es sein, das unsere Beziehung rettet? Was ist überhaupt der Grund dafür, weshalb ich an unserer Beziehung zweifle? Alle Versuche, die ich gestartet habe, das in Worte zu packen. Ich habe dir versucht, Briefe zu schreiben. Mit diesen ganzen Versuchen bin ich kläglich gescheitert. Auf einmal kam es mir wie ein Blitz in den Kopf. Und es war mir auf einmal sonnenklar, was der Grund dafür ist, dass ich mich dir nicht bedingungslos hingeben kann, so wie du es verdient hast. Ich weiß, du bist nun mal anders als andere und du kannst aus deiner Haut nicht raus. Und das ist auch gut so und das ist auch nicht schlimm. Aber ich kann nun mal ohne dieses eine, ohne dieses gewisse Etwas, kann ich nicht sein. Du musst auch nicht traurig sein. Da draußen gibt es bestimmt genug Kerle, die ohne dieses gewisse Etwas, ohne dieses eine sein können. Ich kann es nicht. Alle anderen, die ich so treffe, die haben alle Sex. Sex ist wichtig. Und du kannst dich so anstrengen, wie du möchtest. Du wirst immer nur, egal was du machst, wirst du einfach nur vier haben. Und das ist der Grund. Ich kann nicht mit dir zusammen sein. Du musst wieder zurück an deine Wand.